Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodim zu einem neuen Part. Ist gar kein Part. Seid gegrüßt zu einem neuen kleinen Winog vom Zwergenfürst. Hier direkt aus der Zwergenkammer. Ich habe immer noch keinen passenden Namen dazu gefunden. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie ich das hier nennen kann. Viele fragen sich, wie geht es denn nun nach der Pause, die ja bald vorbei ist, mit Zwergenfürst LP und mit den Videos von Zwergenfürst LP nun weiter. Aber das ist auch heute nicht das Thema, das dann in einem Dwarf News demnächst. Ja, jetzt verrate ich euch mal endlich, was das Thema ist. Das Thema ist der hier. Ja, wie ihr seht, habe ich da ein kleines Zwergenbärtchen schon angesammelt. Ja. Machen wir es kurz. Das Ding muss ab. Ihr seht es vielleicht jetzt nicht so gut, weil ein schöner Schatten auf meinen Bart fällt, aber er ist viel, viel, viel zu lang. Deshalb wird er jetzt geschoren. Nochmal anfangen hier. Hoppla! So, Zwergentransformation abgeschlossen. Schaut mal hier. Da liegt der Berg. So, alles wieder bartlos, halbwegs. Nur ein bisschen Stöppelchen sind noch geblieben. Ja, wenn euch dieses kurze Vlog gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Wie immer bei 200.000 Daumen nach oben rasiere ich mir die Augenbrauen. Nee, Spaß beiseite. Ich setze hier wieder am PC und werde hier gleich das Ganze schneiden und dann
Mal sehen, wann ihr das zu sehen bekommt. Vielleicht heute schon, vielleicht erst morgen. Mal sehen, wann es klappt. So. Ansonsten hat mir meine Schwester hier noch ein kleines Zimtgebäck gebacken. Nicht für mich, aber hat gerade gebacken und ich habe mir eins mitgehen lassen. Scheiße, ist das süß. Aber schmeckt. Ein Däumchen hoch für meine kleine Schwester. Und ja. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Vlog mehr vom Zwergenfürst verpassen wollt. Und dann habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Schaut euch noch die Videos an, die hier verlinkt sind. Und ja. Ciao, ciao.